Also, ich habe seit meiner Geburt eine Gehörgangatresie. Ich habe mein erstes Hörgerät mit 6 Monaten gekriegt. Das war in Form eines Stirnbandes und im Nachhinein hat mich das dann nicht gestört, aber jetzt möchte ich das nicht mehr. Ich habe das erste Mal vor der Bahnbrücke erfahren, wie wir zur jährlichen Hörkontrolle gefahren sind. Da hat mein Hörgerät eigentlich getauscht gehört und mein Lokopäde hat aber gesagt, nein, da kommt was Neues, bitte warten ein bisschen. Bei der ersten Aktivierung, da war ich richtig gespannt drauf, wie wird das werden, wie wird das sein. Das Ergebnis war dann voll super. Ich habe wirklich besser gehört, gleich vor der ersten Sekunde noch. Und ich habe es gleich so gefühlt, als hätte ich schon 15 Jahre auf. Lässt mir du gleich an, ich tue dann gleich aufladen. Passt das? Ist das okay? Ja, passt. Nummer 5. Nach einem Jahr, wo wir die erste Seite gemacht haben, haben wir auch die zweite Seite implantiert. Da sind wir heimgefahren und da haben wir das gleich probiert mit den Richtungshörern. Und ich habe mein Glück kaum fassen können. Ich habe es gehört. Ich habe meine Augen zugehabt. Meine Mama und Papa sind umeinander gegangen und haben geschrien, Erwin oder sowas. Und ich habe es wirklich gehört, wo die sind. Und es war einfach voll super. Jetzt vergesse ich sogar manchmal schon durch die Gehörimplantate, als ich überhaupt ein Hörgerät habe. Weil war mal beim Duschen, da habe ich mir gedacht, da irgendwas ist anders. Auf einmal, Hörgerät da war da, habe ich mir gedacht. Ma! Also da sieht man mal, wie gut der Tragekopf war. Es hat sich grundlegend geändert, das Hören, sagen wir so. Ich hätte nichts mehr anderes haben.